Servus miteinander, willkommen zurück auf der Niederbayern. Im Niederbayern. Ja. Ah, Rüdiger, ganz nervös. Hast du irgendwo Hündin gerochen, hä? Na dann viel Glück. So, da kriegt man was zu essen. Dann schauen wir mal, was los ist. Ach ja, genau. Die Zwiebeln haben wir angefangen zu ernten. Was mit dir? Ah, mit dem wollte ich, glaube ich, den vollen Mähdrescher abtanken. Mit dir wollte ich hier nichts machen. Du bist nämlich voll, gell? Genau. War das ein Kurs oder war das ein normaler Held? Das waren Kurse, wie es ausschaut. Alle Kurse weg. Hier. Jene. Das müsste passen. So, der ist gleich voll. Genau, und dann können wir den nämlich abtanken fahren. So, das darf der normale Helfer weitermachen, glaube ich, so war es. So war es angedacht. Die süßen Zwiebeln. Genau, und du wartest immer noch. Der dauert noch ein bisschen, bis der voll ist. Was machst du? Oh, was machst du? Ich muss dann gerade mal gucken, wie es den Tieren so ernährungstechnisch geht. Will sagen, Wasser, Gras, Heu, Silage, Mischration. So, der bleibt mal daran hängen. Wir gucken genau mal, gell? Wo die Tier ist, die Habe. Eigentlich geht's denen ganz gut bei mir, du. Guck mal. Uiuiui, das wusste ich gar nicht. Na gut, dann, liebe Berthas, dann freut mich das für euch. So. Was haben wir noch zu tun? Hier ernten wir weg. Das ist abgeerntet, wird abgeerntet. Hier könnten wir dann irgendwas Cooles einsehen. Ich hab's dann auch gleich eingesehen. Was machen wir denn da rein? Wir haben überhaupt nichts im Lager. Eieiei, ich schäm dich, du. Guck mal, was hier Kohle gibt für die Sache. Unglaublich, gell? Raps, Sojabohne, boah. Ja, ich denke mal, rein kohletechnisch, so wie ich das da oben rechts sehe, könnten wir vielleicht mal Sojabohne einsehen, gell? Nur kann ich das mit dem nicht. Ah, das ist schade. Genau. Das ist schade. Weil. Wir können es nur mit dem Steier machen, der Steier ist am Abfahren. Dann müssen wir die Traktoren tauschen. Dass der Fendt abfährt, die Zwiebeln, und der Steier direkt auf der 17 schon die Sojabohnen reinhaut. Was? Ja. Oh, ich sehe gerade, der Fliegelanhänger ist farblich angepasst an den Glas-Lexion. War keine Absicht, aber okay. Ne? Der Mond, mal gucken, der müsste auch ein bisschen was bringen, ne? Ertragstechnisch, naja. Okay, ne? Nicht so. So, du hast momentan noch Pause. Du hast keine Pause. Du sowieso nicht. Und du darfst jetzt getauscht werden. Seh, besser ist das. Hier, wer es nicht mitgekriegt hat, den Weg habe ich selbst angelegt. Sieht man auch, ne? Kerzengerade. So, das fahren wir mal zurück. In den Hof, holen mal die Horsch. Horsche mal. Und dann kommt hier direkt, ne? Oder muss das gepflügt oder gekalkt werden? Habe ich das gar nicht weitergeklickt. Ah, nur keinen falschen Fehler machen hier.
Ja. Ja, meine Stimme ist im Moment ein bisschen rau und komisch, weil ich nehme hier auf. Es ist morgens 5:49 Uhr. Ja, ungefähr so in einer halben Stunde fahre ich dann zur Arbeit. Fahre ich auf Arbeit. Und ja, habe nur gedacht, weil diese Folge morgen früh um diese Uhrzeit ungefähr erscheinen soll und wird und darf. Ja, muss ja auch irgendwann mal hochgeladen werden. Ja, Diesel hätte ich gern. So, und nochmal gleich noch ein bisschen AdBlue rein. Dass es kein Azure gibt, gell? Jawohl. Aber das geht schnell. 7 Euro AdBlue, das kann ich verkraften. Da hinten steht sie doch, die Horsch. So, ganz kurz, Moment. Nicht, dass ich was falsch mache. Danke. Genau. Muss nämlich gepflügt werden, liebe Leute. Und wir haben ja hier Pflügen. Notwendig haben wir ja, ne? Ist ja soweit an. Deswegen, deswegen, genau. Wo ist denn hier mein... Ah ja, da ist er. Dann müssen wir erst Tiefen lockern. Gut, das hätte schon mit dem Fendt machen können. Macht nix. Da habe ich hoffentlich, denke ich, einen Kurs schon drin, um das Feld 17 zu tiefenluckern. Zu pflügen, whatever. Oh. Das war, gibt einen Kratzer im Lampenpfosten. So, die 17. Was gibt es denn auf der 17? Tiefenlockern 4 Meter. Oh, wie schön. Ui, ne, das sieht schlecht aus. Ne? Nee, das passt schon. Das passt, aber ich muss es nicht sehen. Danke. Erster Punkt. Und ab geht's. So, next please. So, dann hast du doch Pause. Nee, es war vielleicht doch ein bisschen ungeschickt. Naja. Nee, komm, dann machen wir es anders. Dann fahre ich jetzt mit dem Fendi doch die Horsch zum Feld. Und dann könnte man rein theoretisch praktisch. Wobei ich muss ja mal schauen, wenn der angefangen hat zu pflügen und wir dann erst kalken müssen, das kannst du auch haben, ne? Ich habe extra die dicken Sommerreifen drauf gezogen hier, doch. Das hat einen richtig breiten Popo. Arsch wollte ich jetzt nicht sagen. Mal gerade nochmal den Checker hier. Das ist jetzt gekruppert. Das ist toll. Wird aber auch angezeigt, ist es ein bisschen schmal, aber man sieht es. Wird angezeigt, als dass es gepflügt ist. Kalk scheint keiner drauf zu müssen. Das ist schon mal gut. Also brauchen wir keinen Kalk. Köln-Kalk. Dann können wir die Sämaschine hinbringen. Und wenn der Steier mal ein paar Meter gemacht hat, können wir gerade die Traktoren tauschen. Dann kann der hier weiter Tiefen lockern und der Steier kann dann die Sojabohnen reinhauen. Aber mir fällt auf, jetzt rein reichtumstechnisch, wir bräuchten auf jeden Fall noch Felder. Und zwar nicht so wenig. Und hier bin ich falsch. Ja. Mal gucken, mal so ein großes, ein richtiger Flatscher von Feld, ne? So ein Flatscher. Also ein großes praktisch. Saatgut. Oh, ich krieg kein Dinger mehr. Wobei der wird ja auch reichen. Oh, es wird Zeit, dass der Mohn fertig geerntet ist, dass man den verkaufen könne. Zack.
Ja. 53 Euro. Das langt gerade noch für einen Sack Hundefutter. Für unseren Rüdiger, wo ist er denn? Ach, da hinten, hinter dem Häuschen sitzt er. Und drückt sich auch vor den Kopf. Lalalala, Baby, Baby. Dass die Traktoren alle schon so viele Stunden drauf haben, ey, das ist ja heftig. Bin ich schon so lange unterwegs auf der Cut? Und da habe ich die alle Gebrauch gekauft. Ich weiß es doch nicht. Ja, der Zwiebelernte. Ah, doch, der ist voll. Ich sehe es gerade. I see it gerade. Jawohl, machst du gut, Herr Steier. Ne, da war ja vorher alles grün. Und ich wollte halt nicht immer übers Gras fahren, wenn ich hier zum Feld muss. Deswegen habe ich hier so ein, gerade mal schnell so einen Weg angelegt. Da steht natürlich logischerweise wieder falsch rum, ne? Gut, das weiß er natürlich nicht. Upsaboing. Muss auch gepflügt werden und es braucht auch Kalk später. Okay. Problem hierbei jetzt. Na gut, geht noch. Ich dachte schon, da würden mehr Zwiebeln kaputt fahren, als uns lieb ist. Oh, ehrlich? Das ist nicht so toll. Aha, wir sind ja flexibel. Oh, das reicht gerade so. Ne? Gott sei Dank. Ja. Also ich finde die Teile hier nicht schlecht. Ja, wenn man hier, gut, das wird sich Feldfläche technisch noch überhaupt nicht rentieren. Aber wenn man mal so ein bisschen weiter guckt, in ein paar Wochen, da könnten wir uns so ein Roder schon kaufen. Ne? Und am besten einen Dreiachser, da wäre mir noch lieber. Also im Real Life ist es ja auch so, ne? Das sind ja echte Monster, also das ist schon relativ ziemlich brutal heftig, was da abgeht. So. Und der Ausgleich, ne? Das finde ich so toll. Cool. So, du musst weg, sonst bleibt er wieder stehen und weiß nicht, was er machen soll. Oh, das ist sowieso 88%. Das ist schon ein bisschen was, gell? Habe ich denn die anderen Zwiebeln ins Lager gefahren? Ich weiß es nicht mehr. Mehr die Speicherei hier, komm. So. Wo sind sie denn? Da sind sie. Nee, doch. Ui. Und 1100 Euro am Getreidespeicher. Okay. Getreidespeicher mit D. Okay. Das ist bestimmt ein Tippfehler gewesen. 53.000 Euro, also es gibt schon was. Aber wenn ich das jetzt direkt dahin fahre zum Getreidespeicher, dann wird der Preis noch mehr fallen. Nee, dann fahren wir jetzt ins Lager, Menno. Was ist das dann, ey? Ach, da habe ich einen falschen. Keine Ahnung. So. Gut. Dann fahren wir mit den ersten Zwiebeln für heute erstmal ins Lager. Das nimmt es ja an, Gott sei Dank. So ein Multilager, gell? Und verkaufen tun wir dann
in der nächsten Folge oder übernächsten Folge. Genau, ihr hört es nämlich. Da will jemand, dass ich aufhöre. gut. Wie gesagt, unterwegs zum Hoflager. Das war's für heute von der Niederbayern. Wenn es euch gefallen hat, würde ich euch darum bitten, einen Daumen nach oben da zu lassen oder ein Abo. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen, kostet nichts. Freut mich trotzdem. Und ja, wenn ihr Bock habt, später, wenn ich alles richtig gemacht habe, um 14 Uhr gibt es eine Provence-Folge und heute Abend, Nachmittag, 16 Uhr, eine Südhemmen. Und dann geht es morgen den ganzen Tag, also nicht komplett, ne? Nur langsam. Morgen dann drei Tale nordfriesische Marsch. Wenn ihr Lust habt, seid dabei. Macht es gut. Vielen Dank. Tschüssi.